I'd never seen a market like this. You could buy almost anything. But Bourbon owed money to the Hansa sentries and was anxious to leave. Holster your weapons at once! Who are you? Come into the light! Slowly, slowly! I'll be damned! Bourbon! Hey guys, we'd better search these two! So, you all drunk. What are you carrying this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. And you keep an eye on this one, huh? Ach, ich bin noch ganz harmlos. Don't move! Stand still, I'm talking to you! Ja, wir sind an der nächsten Station angekommen. Dem Markt. Und wie gesagt, Bourbon scheint hier nicht so den besten Ruf zu haben. Mal sehen, was daraus wird. Okay, these two may pass. Welcome to the market. Let's move our asses. Or would you like to enjoy their company a little more? Hey, watch your tone. Und das hier ist wirklich die letzte größte Station, bevor eigentlich kaum noch Stationen in dem Spiel kommen. We're in deep shit. No way I can pay back those railcar guys. We'll be lucky if they let us shovel shit for the rest of our days. Years ago. The next thing that comes down that tunnel, I don't care about fucking mouth. No passport, you shoot it. What happened at Politsevskaya? You haven't heard? It's very strange. A detachment of scouts went off into the tunnels and didn't report back. I mean, they were seasoned men, so the station commander figured they got held up by a cave-in or flooded chamber. A patrol went after them. The tunnels were clear. No signs of firefight, no body parts, no blood. The scouts had vanished without a trace. So the commander wrote it up as an act of desertion. Chicken shit to hell with them, that's what he said. So, a week later, another patrol disappears. Again, no sound, no corpses, nothing. The citizens are pissing their pants by now. Then two more squads vanish. So they set up a fortified perimeter, 300 meters out. Sandbags, spotlights, machine guns. And they wait. But for what? There's something out there, and it's putting a chill in their bones. Die gruseligen Geschichten gehen weiter. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, wie ich hier wieder sammle. Denn das ist die vorletzte Station, in der es noch geheime Kugeln zu finden gibt. Es war die letzte große, aber es kommt nachher noch eine kleinere, aber... Wir sammeln mal, ne? Und wenn es nebenbei noch ein interessantes Gespräch gibt, werde ich euch das auch zeigen. Hier scheint erstmal das Schlafquartier zu sein. Und wie viel haben wir jetzt gefunden? 1, 2, 3... Ach, fuck, ich werde nicht alle. Ich werde jetzt wahrscheinlich eh nicht alle finden. Vier. Wir könnten erstmal wieder mit Bourbon reden, ne? Well, we can't go to Hansa. Look, over here are some cartridges. Go get a couple filters, will ya? I have an idea. I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Well, off you go. You have around 5 minutes. Alles klar. Wir sollen Filter kaufen. Denn Bourbon plant mit uns an die Oberfläche zu entkommen. Was schon wie ein spaßiger Plan klingt. Mit diesen sauberen Waschbecken. What? What do you want? Ich hab ja nur geguckt, Mensch, bleib mal ganz ruhig. So, wir haben jetzt die hier gefunden. Ich glaube, hier lagen irgendwo noch mehr. Chris, der Patronenhunter, ist ja unterwegs. Die hier hinten hatten wir. Aber hier gab es so viele. Kommt schon. Kommt schon. Da. Ich wusste doch, hier waren noch mal welche. Wie haben wir denn aktuell? Boah, 86. Wir können uns ordentlich was kaufen, aber wir wollen ja auch Filter kaufen. Bourbon hat uns ja auch noch mal was gegeben gerade. Ja, dann schauen wir mal, was die Station hier noch zu bieten hat. If anyone
needs me. Respond. It's Moscow, Market Underground Station. There should be survivors in St. Petersburg. Some of the metro stations are even deeper than ours. I went there once when I was young. There were these huge iron gates that would open when the train arrived, along with the train's doors. I later learned that during the construction of the Centrum, half the men on the team had eaten by something. All they found were tools and billboards. This was covered up, of course, but they did install these iron gates just to be safe. I can't imagine what the radiation did there. Once I picked up a transmission from a surviving tank crew. Yeah, they were off base on maneuvers when it all happened. Those tanks were shielded against radiation, so these guys headed east from Moscow. They barreled through the burning villages, picked some women up along the way, and just kept going, refueling when they could. Finally, in the middle of nowhere, they ran out of gas. Yeah. Since there were no strategic targets that far out, the radiation wasn't nearly as high as in the cities. So, they dug their tank in like a pillbox and then put up some tents. They had a solar generator, plenty of ammo, and they settled around the tank for good. I spoke with them by radio every night for almost 2 years. At first, they did okay. I planted crops, two of them had almost normal kids. They saw lots of weird critters out there that the lieutenant didn't know how to describe. Then one night, they went off the air. Never heard from him again. No, I guess the generator gave up the ghost, or maybe they just ran out of ammo. Und allein diese Geschichten geben der Welt da draußen eine Lebendigkeit, ohne dass man jemals draußen gewesen ist bisher an der Oberfläche. Man kann sich so ungefähr vorstellen, welches Ausmaß diese nukleare Apokalypse gehabt hat. Es gibt hier noch jede Menge andere Gespräche, die reden hier relativ viel durcheinander. Daher ist es fürs Let's Play ein bisschen schwierig, das alles wahrzunehmen. Daher sammle ich mal ein paar Kugeln, ne? Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat und vielleicht Interesse bekommen hat, dem empfehle ich stark, einfach mal sich das Spiel zuzulegen. Dadurch, dass jetzt die Redux-Versionen der Metro-Spiele rausgekommen sind, die neuen Versionen, kosten die alten Versionen, also wie auch diese Version hier, nur noch ein Apfel und ein Ei. Auf Steam zum Beispiel. Für 3-4 Euro kriegt man die jetzt teilweise. Also, wer Interesse hat, einfach zuschlagen und der kann sich ja dann die Gespräche auch genauer anhören. Hey, Bourbon. Sehr gut. Ich sammle erstmal noch ein paar Kugeln. Ja, mir geht's gut. Ich glaube, der lässt hier ein paar Pflanzen wachsen, die... Ja, Bourbon. Ja, Bourbon. Ich gehe ja gleich. Ich will nur einmal hier ranziehen. Einfach um ein bisschen zu entspannen. Wow. Oh, was für ein Trip, ey. Wow. Ist ja wie bei Unturned, als ich keine Beeren gegessen habe. Wow. Kinder, nehmt keine Drogen. Boah, was war das? Ist gerade mein Gehirn auf den Asphalt geklatscht. Sieht nicht so aus. Oh. Ich glaube, meine Ohren funktionieren auch wieder. Okay, gehen wir mal weiter. Ich überlege gerade, ob ich hier noch Kugeln liegen gelassen habe. Und mir fällt gerade noch was ein. Da liegen nämlich noch welche. Okay, wir haben jetzt hier 4 gefunden. Wir haben jetzt 10 insgesamt gefunden bisher hier. Es gibt 16 in dieser Station. Da liegt die Nummer 11.
Das haben wir schon. Fehlen noch 5. Gehen wir mal weiter. Wenn man merkt, dass das hier ein Markt ist. Es ist so laut, man hört seine eigenen Worte nicht. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Und sammeln noch ein wenig Muni auf. Nummer 12 war das. Nummer 13. Und hier gibt es auch eine der Kugeln, die ich alleine niemals gefunden habe. Oder hätte. Wie auch immer. Ich habe sie nicht selber gefunden. Nämlich unter diesem Tisch. Voll cool, wenn dein Gehirn gefressen wird. Oh, hier ist es ein bisschen ruhiger. And all the gates are conveniently open. That's why the stalkers never go to the Great Library. If one of them looks at the Kremlin, the other can make him come to his senses. Okay, haben wir leider ein halbes Gespräch verpasst, was recht interessant ist, aber naja, was soll's. Wir haben es ja langsam verstanden, die Welt ist toll und atmosphärisch. Nummer 15 war das, glaube ich. Und das müsste die letzte sein. Warte mal, wir haben gestartet mit 86, 9, 6. Oder habe ich jetzt nur 15 und einer fehlt noch? Ist egal, wenn wir nicht alle Munition hier finden, überleben wir es auch irgendwie. Wie gesagt, kaufen wir mal die Filter, die Bourbon wollte, dass wir sie kaufen. Und gucken wir mal, wie viel wir davon haben können. Es gibt auch ein Limit, wie viele Minuten an Filter Luft man tragen kann. Wir haben aktuell schon 28. Und man kann maximal nur 40 Minuten tragen, also wir brauchen nur noch einmal Filter kaufen. Ja, 42 Minuten, das ist das Limit. Mehr können wir eh nicht haben. Wenn ich mich recht erinnere. Daher brauchen wir auch nicht mehr Geld für Filter ausgeben, das ist Geldverschwendung. Wir können mal gucken, wie viel Munition wir noch brauchen. Ich hatte so viel Munition, ich glaube, ich brauche keine kaufen. Unsere Maschinengewehrmunition ist tatsächlich ein bisschen runtergegangen. Und auch unsere Pistolenmunition mittlerweile. Aber wir haben noch so viel Shotgun-Munition. Ich denke, wir kommen klar. Im Notfall können wir unsere wertvolle goldene Munition verfeuern. Schwarzmarkthändler hier. Ich brauche dich aber nicht, Junge. Ich guck lieber, ob hier noch irgendwo was liegt. Ah, das sieht nicht so aus. Okay, das war's. Wir haben Filter gekauft. Lasst uns verschwinden von hier. Hey Mom, let's buy a rat. Shut up, Kate. I already bought you one last week. Please, Mama. I'll just play with it and we'll let it go. That's a bit too expensive. You got your teddy bear to play with. Quit wasting food. Nom nom, lecker Rattenschenkel. Wer isst das nicht gerne? Hier gibt es ja viele Pilze. Hallo Schönheit, was führt dich denn an diesen Ort? Ich bin eine Frau, ich habe im Metro-Spiel nicht viel zu sagen. Ja, es gibt leider nicht viele interessante weibliche Charaktere in den Metro-Spielen, das stimmt leider. Ist im zweiten Spiel ein bisschen anders, aber leider nicht großartig anders. Naja, let's get out. Well, I made an arrangement with the guy here. He's a greedy asshole, but we can't do anything about that. Great, let's go there. I think you already know the way. It's a small spot. Mark it on the ground station. Strange. Auf geht's, Leute. Ab an die Oberfläche. Does anyone read me? Please respond. Bourbon? As if you don't know. Go fuck and get out. I've already paid, Mike. It's Moscow. You didn't pay me.
But if you don't want to go through... This is Moscow Metro, over. Shit. Does anyone read me? A pleasure doing business with you. All right, all right. Just kids me. No one. Get ready, everyone! The gate's opening! If anyone reads me, respond. Are you sure, Commander? Take your position! Cover me! Damn. I hate this so much. This is Moscow Metro. Yeah, we gehen raus. Does anyone read me? Please respond. Raus in die frische Luft, die kein normaler Mensch mehr atmen kann. Well, it looks quiet. It looks clear. Oh. Спасибо. We need to move our asses. Hold it there. Urban, hold it. Get them. Move it, kid. Da sind wir gerade nochmal davon gekommen, wie es scheint. Die wollten uns doch nicht gehen lassen.